Es gibt in vielen abstrakten Bildern ja ganz deutliche Aspekte und Beziehungen zum Gegenständlichen. Das fängt bei ganz einfachen Aspekten an, wenn er ein Bild, wie hier auch in der Ausstellung, das Pyramide heißt, diesen Titel gibt und man erkennt eben sehr leicht auf dem Bild in dieser abstrakten Struktur eine dreieckige Form, die an eine Pyramide erinnert. Dann haben wir etwas, wo er auf sehr offensichtliche Weise einfach ein Detail aus dem Bild als Anregung für den Titel genommen hat. Aber es funktioniert auch auf sehr unterschiedliche und sehr diffizilere und radikalere Weise. Oft sind dabei bei diesen radikaleren Umsetzungen eben Gemälde diese Wirklichkeit. Also es ist dann nicht der Blick aus dem Fenster, es ist nicht ein gegenständliches Foto, sondern es ist ein abstraktes Bild, was er abfotografiert, was er dann auf die Leinwand überträgt, aus dem dann ein neues abstraktes Bild entsteht. Also ein abstraktes Bild kann die Wirklichkeit für ein neues abstraktes Bild sein. Wir haben hier ja ein sehr monumentales Beispiel, den Strip, der 10 Meter lang ist und ein Hauptwerk aus den letzten Jahren ist, wo genau dieser Prozess passiert, den wir auch in der Ausstellung sehr schön zeigen können, weil wir auch diese Vorlage, aus dem dieser Strip entstanden ist, hier in der Ausstellung haben.